Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ihr seht richtig, wie ihr es im Titel schon gesehen habt, es wird das What to Read Next in Januar 2022 Video. Und normalerweise kommt diese Art von Video bei mir ja erst am Ende des Monats, also quasi als Abschlussvideo des Monats. Aber da wir auf das Jahresende zusteuern und wir da noch ein paar andere Videos in petto haben, wir Booktuber, muss ich dieses Video jetzt ein bisschen vorziehen, aber ich denke, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Am Ende des Jahres habe ich nämlich noch ein Jahresstatistik-Video für euch, für alle Statistik-Fans, so wie mich. Sprich, ich rede mit euch über die Anzahl meiner gelesenen Bücher, die Anzahl der gelesenen Seiten und so weiter und so weiter. Und natürlich spreche ich dann auch über meine Jahreshighlights. Und es wird noch ein weiteres Video, ich nenne es mal außer der Reihe, geben, nämlich mein welche Bücher lese ich 22. Ich bin immer noch ein bisschen mit mir am Hadern, ob ich es nicht so mache, dass ich pro Monat mir ein Buch aussuche, sprich 12 für 22. Oder ob ich mich der Challenge doch wieder stelle und 22 für 22 mache. Wie immer stelle ich euch heute 4 Bücher vor, die zur Auswahl stehen, um im Januar 22 dann gelesen zu werden. Natürlich habe ich mir jetzt 4 Bücher ausgesucht, die auch auf meiner 22 für 22 oder 12 für 22 Liste stehen würden. Wie gesagt, 12 Bücher habe ich auf jeden Fall schon mal zusammen. Vielleicht mache ich noch 10 Neuerscheinungen dazu, dass es dann quasi 12 Subbücher sind und 10 Neuerscheinungen oder 11. Ich muss mal gucken, ob ich mir das wirklich zumute, weil die Challenge mich doch dieses Jahr arg Nerven gekostet hat. Ist ja nicht so, dass ich so viele Bücher gelesen habe. Ich möchte jetzt keine Zahlen nennen. Und dass es da nicht leicht gewesen wäre, 20 oder 21 andere Bücher zu lesen, aber you know me. Dann erscheint da ein Buch, dann erscheint da ein Buch und dann hast du auf dein Subbuch doch wieder keine Lust. Und dann fragst du dich, warum liegt es überhaupt noch auf meinem Sub, wenn du nie Lust hast, es zu lesen. Ja, ich steigere mich da jetzt wieder rein. Deshalb, ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der Liste der 4 Bücher an oder wir fangen mit dem ersten der 4 Bücher an, dass ich auf die What to Read in Januar Liste setzen möchte. Das musste ich kurz überlegen. Ja, und das wäre Obsidian Schattendunkel. Jetzt muss ich gucken, dass es nicht spiegelt. Das hatte ich euch im Subvideo natürlich auch schon gezeigt. Das liegt schon seit 2018 auf meinem Sub und schreit danach, endlich davon befreit zu werden. Eigentlich hat mich die liebe Ivy animiert, dass ich es doch lesen soll. Die hat nämlich die ganze Lux-Reihe dieses Jahr gelesen und war absolut begeistert davon. Und ja, ich habe es mir ja damals nicht umsonst gekauft. Es ist jetzt allerdings die Frage, ob ich mir die Reihe in diesem Hardcover-Format dann bei Rebuy und Co. noch zulegen werde, die restliche, oder ob ich auf die neuen Designs umschwenke oder auf die Taschenbücher. Muss mal gucken. Ich habe halt schon die ersten beiden Bände hier in Hardcover und wie ihr in meinem Rebuy Haul gesehen habt, den verlinke ich euch gerne nochmal hier, habe ich mir den, ich glaube den 3. Band auch schon gebraucht gekauft und der kam einfach ohne Schutzumschlag an. Ich weiß nicht, warum man sowas tut. Habe ich natürlich halt zurückgeschickt, weil, ja, was soll ich denn mit dem Buch ohne Schutzumschlag? Auch wenn die Bücher von innen echt schön aussehen. Moment. Da. Wie ihr seht, die glitzern halt so ein bisschen. Das ist schon sehr, sehr schön. Aber, ja, wenn ich 1 und 2 mit Schutzumschlag habe, dann hätte ich gern das 3. auch. Vor allem steht auf dem Schutzumschlag nirgendwo, um was für ein Buch es sich handelt. Auf jeden Fall erzähle ich euch jetzt mal kurz, um was es geht. Ich komme wieder von A nach B. Als die 17-jährige Katie Swartz vom sonnigen Florida ins graue West Virginia ziehen muss, ist sie alles andere als begeistert. In ihrem winzigen neuen Wohnort kommt sie in den ersten Tagen nicht einmal ins Internet.
was für eine leidenschaftliche Buchbloggerin eine Katastrophe ist. Nur mit Mühe lässt sie sich dazu überreden, bei ihrem Nachbarn zu klingeln, um neue Freunde zu finden und lernt so den atemberaubend gut aussehenden, aber bodenlos unfreundlichen Demon Black kennen. Was Katie jedoch nicht weiß, ist, dass genau der Junge, dem sie von nun an am meisten aus dem Weg gehen versucht, ihr Schicksal bereits verändert hat. Ja, und da ich ja gerade Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout gelesen habe, bin ich noch voll im JLR-Fieber. Von daher würde es mich doch recht freuen, falls ihr euch für dieses Buch entscheidet. Aber das werde ich vermutlich bei allen vier sagen. Kommen wir zu Band Nummer 2. Buch Nummer 2, und mit Ivy habe ich auch über dieses Buch geredet. Wir reden irgendwie über alle Bücher. Nein, über die anderen meint nicht. Ich nehme es wieder zurück. Ja. Und zwar spreche ich von The Sky in Your Eyes. Und wer auf Bookstagram unterwegs ist, der kommt an diesem Buch eigentlich nicht vorbei. Okay, jetzt fängt Lana an, sich zu putzen. Schön, also Entschuldigung, falls irgendwelche schmatzenden Geräusche im Hintergrund sind, es ist der Hund. Ja, Kira Moon, The Sky in Your Eyes. Eine Neuerscheinung aus dem KISS Verlag. Wer mich schon etwas länger verfolgt, weiß auch, dass ich irgendwie immer sage, der KISS Verlag ist mein Lieblingsverlag. Das liegt jetzt nicht mal unbedingt am Verlag an sich, wenn man ganz ehrlich bin, aber die Geschichten gefallen mir halt einfach unheimlich gut. Und es ist bei keinem anderen Verlag so wie bei KISS, dass ich irgendwie jedes Buch kaufen kann, dass ich jedes Buch kaufen kann und einfach weiß, dass es mir gefällt. Also ungelogen, ich habe aus dem Programm noch nichts gelesen, wo ich nicht gesagt habe, das gefällt mir. Ja, deshalb sage ich auch frei raus, dass der KISS Verlag mein liebster Verlag ist. Was mich an dem Buch besonders fasziniert hat, ist nicht unbedingt die Thematik, sondern das Setting. Das Buch spielt nämlich einfach mal in Island. Und wenn ich jetzt so überlege, kenne ich gerade auf Anhieb kein anderes Buch, das in Island spielt. Irgendwie ist ja so aktuell in der New Adult-Szene Schottland super beliebt. Also ich liebe Schottland auch, um Gottes Willen. Schottland ist toll, Schottland ist wunderschön. Aber irgendwie spielen sämtliche Bücher aktuell in Schottland. Und irgendwann ist es dann halt auch einfach mal gut damit. Sucht euch mal ein anderes Setting aus. Irgendwie habe ich in diesem Jahr, ich glaube, ungelogen 5 oder 6 Bücher gelesen, die in Schottland spielen. Kommen wir aber wieder zu The Sky in Your Eyes. Ich lese euch nochmal den Klappentext vor. Ich meine, viele von euch wissen wahrscheinlich schon, um was es geht, weil es einfach aktuell in der Bookstagram- und Booktube-Szene so weit verbreitet ist. Aber für die, die es nicht kennen, ich erzähle euch jetzt mal, um was es geht. Selbst in der dunkelsten Nacht kann der Himmel leuchten. Islands Winternächte sind lang. Doch Elin mag die Dunkelheit. Allein am Strand unter dem endlos weiten Sternenhimmel kann sie fast vergessen, was ihr Ex-Freund über sie gesagt hat. Über ihren Körper, über ihr Gewicht, bis die Selbstzweifel wieder so laut werden, dass nicht einmal das Tosen der Wellen sie übertönen kann. Als sie bei einem Kochkurs John kennenlernt, ist sie deshalb mehr als verunsichert. John ist attraktiv, charmant und witzig und interessiert sich für sie. Elins Herz schlägt in seiner Nähe schneller. Trotzdem erstarrt sie bei jeder Berührung. Denn wie kann sie sich noch einmal fallen lassen, wenn der Aufprall am Boden alles zerstören würde, was von ihr übrig ist. Ja, ein Buch, in dem es ganz klar um das Thema Bodyshaming geht und finde ich persönlich sehr, sehr wichtig, dass das Thema auch mal angesprochen wird, weil wir kennen es ja aus Hollywood, wir kennen es ja aus Büchern. Die meisten Protagonistinnen sind schlanke, kleine, elfengleiche Wesen, die kein Gramm Fett am Körper haben und immer wunderschön sind. Also das soll jetzt nicht heißen, dass jemand mit ein paar mehr Kilos nicht wunderschön ist. Aber ihr wisst ja selbst, wie das Frauenbild im WWW und im Internet, im Fernsehen und Co. halt eben gezeigt wird. Ja, ich darf mich sehr selbst nicht rausnehmen, aber ich nehme mich so, wie ich bin. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, das wäre auf jeden Fall Buch Nummer 2, The Sky in Your Eyes, aus dem KISS Verlag von der Kira Moon. Dann bleiben wir gerade im New Adult Bereich und auch bei einem Buch, das zeitgleich fast mit The Sky in Your Eyes bei mir eingezogen ist, also auch eine Neuerscheinung, die ich direkt auf meine 2021 Liste gesetzt habe. Fighting Hard for Me von der Bianca Iosivoni. Und auf dieses Buch habe ich schon so, so lange gewartet, weil das der dritte Band einer Reihe ist und ich glaube,
ich weiß gar nicht, wie viel Zeit es dazwischen lag. 1,5 Jahre? Schlag mich. Auf jeden Fall eine gute Weile. In der Zeit hat sie noch 2 Bände der Midnight Chronicles rausgebracht und ich glaube noch ein drittes Buch. Ja, das habe ich aber nicht gelesen. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie es heißt. Aber jetzt kommt endlich der dritte Band. Und in dem Band geht es um Sophie und Cole, wenn ich das jetzt richtig weiß. Ja, Sophie und Cole. Ihr wisst ja, ich habe es nicht immer so mit den Namen. Verzeiht es mir bitte. Ja, und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass Band 2 der Reihe mich absolut geflasht hat. Weil es um Cosplay geht, weil es um Online-Gaming geht. Und das sind ja so genau meine Themen, die ich liebe und die ich so in Büchern auch noch nie gelesen habe oder über die ich so in den Büchern noch nicht gelesen habe. Für die einen war das ein großer Knackpunkt, weil es die einfach nicht interessiert und sie sich deshalb in diesen Band nicht so reinfühlen konnten. Aber ich habe es einfach geliebt. Von der ersten bis zur letzten Seite und bin total gespannt auf Fighting Hard For Me. Also auch wenn es jetzt nicht gewinnt, werde ich es auf jeden Fall zeitnah lesen. Ich erzähle euch jetzt mal, um was es geht. Nichts geht über diese Freundschaft. Nichts. Erst recht keine blöden Gefühle. Geschafft. Mehr als ein Jahr lang war Sophie, unglücklich in ihren Mitbewohner und besten Freund Cole verliebt. Aber nun ist sie endlich über ihn hinweg. Doch ausgerechnet jetzt gesteht er ihr seine Gefühle. Sophie kann es nicht fassen und erst recht nicht kann sie es wagen, ihr Herz derart in Gefahr zu bringen. Wo es doch so lange gedauert hat, es zu heilen. Also schlägt sie Cole ihren selbstgetesteten und für gut befundenen 12-Punkte-Plan vor, um ihm dabei zu helfen, sich wieder zu entlieben. Allerdings hat sie nicht damit gerechnet, dass die gemeinsame Zeit mit Cole das Kribbeln zwischen ihnen nicht löschen, sondern neu entfachen könnte. Ja, ich freue mich schon. Das wird so schön. Also ich möchte euch jetzt nicht beeinflussen, dass ihr dieses Buch wählt. Ich werde es, wie gesagt, so oder so lesen, aber ja. Ich glaube, auf diesen Band haben schon viele, viele Leute gewartet. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch. Das hatte ich eigentlich mit der Kati schon mal angefangen. Ich glaube, ich bin aber nicht weitergekommen als das erste Kapitel. Da steckt sogar noch ein Lesezeichen drin. Ja, das erste Kapitel habe ich gelesen. Oh, da steckt ein Bild von meiner Tochter drin. Das benutze ich immer mal gerne als Lesezeichen, weil ich so viele Abzüge von ihren Kinderfotos habe. Also immer ein Kind, aber ihr wisst, was ich meine, von den Babyfotos. Ja, die Bude von Panem X ist quasi so ein kleines Spin-off, so ein Prequel von der normalen Tribute von Panem-Reihe. Über die muss ich euch, denke ich, nicht so viel erzählen. Die ist doch recht bekannt. Und in dieser Geschichte erfahren wir eigentlich so den Werdegang von President Snow aus der ersten Reihe. Und President Snow ist halt so der Bösewicht der ganzen Reihe. Und hier erfahren wir halt, wie er zu dem Menschen wurde, der er in der Reihe danach oder davor halt einfach ist. Ich glaube, hier sind es die 10. Ja, hier sind es die 10. Hungerspiele. Bei Katniss sind es ja die 75. Also dieses Jubiläum. Oder Jubiläum? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, und was ich so im ersten Kapitel, das ich angelesen habe, schon erfahren habe, sind halt die Verhältnisse, aus denen President Snow kommt. Oder ich sage es einfach nur Snow. Und viele haben das Buch irgendwie so zerrissen, weil es einfach nicht 100% wie Tribute von Barnum ist. Aber es ist einfach eine Vorgeschichte und das muss man halt einfach auch mal bedenken. Es ist nicht Tribute von Barnum 4. Also es geht nicht weiter mit Katniss und Peter und Co., sondern es ist eine Art Vorgeschichte. Das ist so wie die Chroniken der Schattenjäger zu die Chroniken der Unterwelt, wenn man jetzt mal auf die Cassandra Clare-Reihen geht. Ich habe zuerst die Chroniken der Unterwelt gelesen, Serie geguckt, Filme geguckt und habe erst danach die Chroniken der Schattenjäger, also Clockwork Angel und Co. gelesen. Von daher springt das halt in der Zeit zurück und ja, ich bin schon gespannt. Vielleicht kriege ich, falls das Buch gewinnt, die Kati ja dazu, dass wir es jetzt endlich weiterlesen. Aber ich habe mit der noch einen Buddy Read aktuell offen, der schon mehrere Wochen offen ist. Wir kommen da irgendwie nicht so hinterher mit unseren
Lesevorhaben, aber falls es gewinnen sollte, werde ich es auf jeden Fall im Januar in Angriff nehmen. Ihr Lieben, das waren meine 4 Bücher für den Januar. Ich zeige es euch nochmal im Schnelldurchlauf. Da hätten wir einmal Obsidian, Schattendunkel, The Sky in Your Eyes, Fighting Hard for Me und Panamix. Ja, wie immer gibt es die Abstimmung unten in den Kommentaren, aber ich werde auch eine Abstimmung bei Instagram starten. Da sehe ich dann nämlich immer genau, wie viele Leute für was abgestimmt haben. Da geht das ja mit dieser Umfragenfunktion. Das ist hier bei YouTube ja ein bisschen kompliziert. Aber ja, ich werde auf jeden Fall berichten, welches Buch es wurde. Im Dezember habe ich ja kein solches, also Ende November habe ich kein Video für Dezember gemacht, weil ich einfach meinen To-Do-To-Read-Plan für den Dezember schon gemacht habe und da meine 21 für 21 Bücher einfach noch untergebracht habe. Da hätte ich kein weiteres Video What to Read Next mehr oder kein What to Read Next Buch mehr unterbekommen. Also wundert euch nicht, dass da ein Video gefehlt hat. Das war schon so beabsichtigt. Ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch ein wunderschönes Restwochenende, einen wunderschönen 4. Advent, der ist nämlich heute. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao!